Redner ist eine hoch engagierte Persönlichkeit für den Frieden. Bereits in den 80er Jahren war er beteiligt am Krefelder Appell, war beschäftigt am Max-Planck-Institut für wissenschaftliche Geschichte, war Geschäftsführer der Jalana und Sprecher der Kooperation für den Frieden. Er war 2022 bereits hier in Dessau zu Gast und er ist Co-Präsident des Internationalen Friedensbüros. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, begrüßt mit mir gemeinsam Rainer Braun. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank für diesen netten Empfang. Und ich will mit einem Satz anfangen, der eine Frage ist. Könnt ihr euch eine dümmere Bundesregierung vorstellen als die jetzige? Wenn ihr das nicht könnt, muss ich euch trotzdem sagen, das Wort dümmlichste ist noch verharmlosend, weil es ist die gefährlichste Bundesregierung, die wir die letzten Jahrzehnte hatten. Diese Bundesregierung betrügt uns nicht nur tagtäglich im Sozialen, sie nimmt uns und besonders den Ärmsten der Armen das letzte Hemd. Im Bundeshaushalt 2024 gibt es einen Etatposten, der erhöht wird und 316, die gekürzt werden. Der eine ist die Rüstung. 85,5 Milliarden für Kindergeld, für Schulen, für Universitäten, für das Soziale nichts, aber auch gar nichts. Stattdessen wird durch unsere Kriegsbeteiligung Inflation und Energiepreise noch weiter hochgetrieben. Das ist nicht mehr nur unsozial, das ist schon asozial und so muss man es auch benennen. Und gefährlich ist diese Regierung auch, weil durch die aktive Kriegsbeteiligung, durch die Waffenlieferung, durch immer und immer mehr Geld für Kriege die Gefahr, dass aus regionalen Kriegen ein großer Weltkrieg wird, überhaupt nicht auszuschließen ist. Das gilt für die Ukraine und das gilt erst recht für den Nahen Osten. Und gilt auch, und auch da schippert schon die Bundesmarine herum für das südchinesische Meer. Was ist denn, wenn über Taiwan ein Flugzeug abgeschossen wird und als Gegenreaktion ein Schiff versenkt wird? Wie geht die Eskalationsspirale denn weiter? Und wann greift eine der beiden Seiten zur Atomwaffe? Und dann? Dann können wir nicht mehr protestieren. Dann sind wir radioaktiv verseucht und diese Welt ein Trümmerfeld, auf dem Leben vielleicht für Einzeller, aber nicht mehr für Menschen möglich ist. Und diese Gefahr ist so rational und so nahe, dass die 14 Atomwissenschaftler alles Zeichens Nobelpreisträger ihre Warnung vor der Atomkriegsgefahr auf 90 Sekunden vor 12 vorgestellt haben. 90 Sekunden. Und an alle, die etwas älter sind und die Kuba-Krise als Kind noch erlebt haben und die gespenstischen Bilder in den häuslichen Familien. Damals stand diese Uhr auf 7 Minuten vor 12. Das zeigt nur, wie dramatisch es ist. Und zeigt nur, wie notwendig es ist, dass ihr heute auch wieder hier seid. Denn nur wir können den Kriegstreibern in die Arme fallen und wir müssen es tun, heute, in Zukunft und immer wieder. Ja, ich persönlich sehe da keine so große Gefahr, weil die werden ihren eigenen Planeten nicht verdeppern, und aber nun gut. Nicht nur gefährlich, auch wie heruntergekommen diese Bundesregierung ist, wird doch am deutlichsten, wenn ein Verteidigungsminister, besser genannt Rüstungsminister, sich hinstellt und sagt,
Deutschland muss kriegstüchtig werden. Das ist schon eine krasse Aussage. Dieses Wort war 60 Jahre verbannt aus dem deutschen Sprachschatz. Und er hat es wieder in den deutschen Sprachschatz eingeführt. Das ist das Wort von Goebbels und Konsorten, das wieder gesprächfähig sein soll. Nein, abermals nein. Kriegstüchtig wollen wir niemals hier werden. Wir wissen, was das für die Welt bedeutet hat. Ja. Nein, wir wollen keine Mentalitätswechsel Richtung Krieg. Wir wollen keine Bevölkerung, die in den Krieg marschiert. Wir wollen keine jungen Menschen, an welcher Front auch immer, verlieren. Nein, von Deutschland und von Europa muss Frieden aufgehen. Das ist die historische Verantwortung dieses Kontinents. Und lasst uns das ganz ernst nehmen. Lasst uns das ringen um eine Friedenseintour in Europa als Teil eines weltweiten Gerechtigkeitsprozesses ernst nehmen. Und dann nehmen wir wieder die Worte von Willy Brandt und Olaf Palme und Michael Gorbatschow in den Mund. Erstens, Krieg ist ein Verbrechen. Zweitens, Krieg löst kein Problem. Drittens, die Alternative zum Krieg ist gemeinsame Sicherheit, ist Zusammenarbeit und Kooperation, ist Abrüstung und Freundschaft. Dafür stehen wir und dafür werden wir in Zukunft weiter kämpfen. Und weil das alles so wichtig ist, muss nicht der Pazifismus ausgetrieben werden, muss nicht die, die protestieren, beschimpft und verleugnet werden, sondern müssen wir Kriegstreiber nennen. Und der Name heißt Pistorius und der Name heißt Baerbock. Und sie führen uns ins Unglück und wir werden uns dagegen wehren, immer und immer wieder. Weil diese Kundgebung heute ein toller Auftakt ist und ich freue mich, dass trotz diesem Wetters, Sonne kommt ja Gott sei Dank auch noch raus zu den Göttern, dass trotz dieses Wetters, trotz Herbst so viele gekommen sind. Und ich möchte euch alle einladen, nehmt diese Kundgebung als Auftakt, auch für die große bundesweite Demonstration nächste Woche in Berlin. Wir wollen den Regierenden dieses Landes zeigen, nicht mit uns. Wir wollen Frieden. Wir stehen für Frieden. Wir stehen auch für Frieden. Und wir lassen uns auch nicht kleinkriegen. Herzlichen Dank. Rainer Braun, liebe Freunde.